Ob Junioren oder Senioren, Einzel oder Doppel, Bundesliga oder Ranglistenturnier, eines ist klar, der SC Charlottenburg ist im absoluten Tennisfieber. Wenn ich jetzt im Turnier antrete, man sieht überall Freunde aus dem Club, Bekannte, Mitarbeiter, alles Mögliche. Und das ist dann so ein bisschen, das macht sehr familiär auch das Turnier. Und lässt auch so ein bisschen halt so, ja, diese Heimat gibt einem schon so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit. Seit Jahren trägt der Verein die SCC Open aus und schüttet in diesem Jahr ein Gesamtpreisgeld von 5000 Euro sowie Wertgutscheine für einen Viertagesaufenthalt in der Angie Kerber Akademie inklusive Training und Hotel für die Kleinsten aus. Neben dem sportlichen Aspekt ist dies sicherlich auch ein Grund für das gut gefüllte Teilnehmerfeld. Gespielt wird in verschiedenen Klassen und nahezu nonstop an diesem Wochenende. Und das nicht irgendwo, sondern auf der schönsten Tennisanlage Berlins. Doch alle Augen sind da auf das Herren-Bundesliga-Team gerichtet. Seit 8 Jahren bin ich immer wieder hier. Also ich kenne die Jungs ewig und wir sind alle auch gut befreundet außerhalb vom Tennisplatz. Natürlich hier kämpfen wir Seite an Seite. Mit den Gästen aus Bremen haben die Berliner in der zweiten Bundesliga Nord eine harte Nuss zu knacken. Was prompt auch nicht gelingt, denn in der ersten Runde unterliegen die Gastgeber mit 1:2. Jetzt liegt die Hoffnung beim SCC-Eigengewächs Benito Sanchez Martinez, der auf den Argentinier Juan Ignacio Galarza trifft. Aber auch er muss sich geschlagen geben. Es war halt ein bisschen unglücklich, aber ja, wir haben dann noch letztendlich doch auch so verloren und dann ist es schade. Dafür läuft es für ihn bei den Open eindeutig besser. Hier kämpft er um den heiß begehrten Titel und dieser ist schon zum Greifen nah. Denn Benito kann seine bisherigen Gegner alle bezwingen und muss dabei nur wenige Spiele abgeben. Schon jetzt weiß der 20-Jährige, wie er seinen Finalgegner Theodor Passenheim aus Potsdam besiegen kann. Wir hatten jetzt vorhin natürlich ein bisschen mehr die Ballwechsel anzugehen, ein bisschen ruhiger, wenn der Gegner mal was anderes macht, nicht gleich direkt irgendwie aus Haltung denken, oh, ich mache jetzt irgendwas falsch, sondern ich muss okay jetzt wieder einen Schritt zurücknehmen. Was macht der anders? Kann ich das kontern? Wie mache ich das? Wie gehe ich es an? Mache ich das Gleiche weiter? Lediglich dem Russen Evgeni Karlovski, aktuelle Nummer 262 der Welt, gelingt es, den zweiten Punkt für den SCC zu sichern. Vor den über 200 begeisterten Zuschauern zeigt er seine Klasse und ringt seinen spanischen Kontrahenten Pul Toledo Bac mit 6:2 und 6:3 nieder. Das Spiel war einfach. 6:2 und 6:3. Wir haben etwa 1,5 Stunden gespielt und demnach war es auch anstrengend und sehr körperlich. Im Doppel von Benito Sanchez Martinez und Evgeni Karlovski geht es sogar über 3 Sätze. Gegen die Spanier Imanol López Murillo und Pedro Vives Marco liefern sie sich ein tolles Match. Allerdings bringt eine Konzentrationsschwäche bei Sanchez Martinez und Karlovski das erste Break für den Bremer Tennisclub. Das Gastgeberduo lässt diesen Rückstand nicht auf sich sitzen und dominiert den zweiten Satz mit 7:5. Aber in einem scheidenden Match-Tiebreak haben die Gäste wieder die Nase vorn. Somit muss die erste Herrenmannschaft des Tennisclubs SC Charlottenburg am 5. Spieltag eine 2:7 Niederlage einstecken. Das Spieltag heute war schwierig. Wir wussten, es geht eigentlich um alles für uns. Auch für die Gegner, beide abstiegsgefährdet. Und ja, lief leider nicht ganz so gut, aber die Gegner waren auch da mit 5 Spaniern, mit allem, was sie hatten. Wer miterleben will, wie der SCC im Tennisfieber ist, kann gerne am Sonntagmittag auf der Anlage des Vereins vorbeischauen. Schließlich trifft das Herren-Bundesliga-Team auf den Tabellendritten, den TK Blau-Weiß Aachen, und bei den SCC Open wird um den Titel gekämpft.